Ja, danke schön für die Anmoderation. Schön, dass wir heute so ein buntes Programm haben zum spannenden Thema Crowdfunding. Hier an der HAW bin ich auch als Dozent tätig, auch an anderen Hochschulen. Und das ist auch einer der Zugänge für mich zum Thema. Ich habe früher 8 Jahre komplett als Researcher gearbeitet an einem Forschungsinstitut hier in Hamburg am Hans-Bredow-Institut. Seit der Zeit bin ich als Berater unterwegs und im Moment auch als Geschäftsführer in einem kleinen Unternehmen. Aber immer wieder geht es für Studenten natürlich darum, selbst eigene Projekte zu starten, selbst eigene Projekte finanziert zu kriegen. Und damit sind wir natürlich direkt beim Thema Crowdfunding, auch für audiovisuelle Produktion. Was habe ich vor zum Abschluss? Ein bisschen was noch zusammenbinden von dem, was wir heute an Enden offen gelassen haben. Crowdfunding ist in ganz vielen Projekten ein Finanzierungsbaustein, tatsächlich ein erster Finanzierungsbaustein. Wir haben von den unterschiedlichen Referenten schon gehört. Wir können damit erstmal was ausprobieren, gucken, was geht. Wir können das auch als Marketing-Tool einsetzen, um einfach zu sehen, wie sieht eigentlich die Crowd oder der Teil der Crowd, der für uns ja auch als Kunden möglicherweise für das Produkt, das wir erstellen wollen, mal interessant ist, eigentlich unser Konzept. Sagen die, boah, wir sind begeistert, da machen wir mit, das finden wir gut. Da wollen wir in die Vorfinanzierung mit einsteigen, um später eben auch die Ersten zu sein, die das Produkt haben. Sehr positive Aussicht, wenn man sich dann tatsächlich an die Umsetzung des Projekts macht. Auf der anderen Seite wird es bei ganz vielen Projekten nicht ausreichen als Gesamtfinanzierung für das Projekt. Wir haben heute von 15.000 Euro gehört. Das ist jetzt ein Etat im Medienbereich. Wird der an ganz vielen Stellen niemanden vom Hocker schubsen. Im Crowdfunding ist das schon eine Hausnummer. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Dann geht es ein bisschen um die Präsentation des Projekts. Dazu haben wir schon viel gehört. Darüber brauche ich nicht mehr viele Worte zu verlieren. Um die Aktivierung des Publikums. Und dann um den aus meiner Sicht entscheidenden Faktor, wenn es um den Erfolg von Crowdfunding-Projekten geht, nämlich darum, wie man das Vertrauen seiner Community gewinnt und wie man es sichert über den kompletten Prozess hinweg. Ja, wenn es um 3 Monate geht, wenn es um die berühmten 90 Tage geht, die die Finanzierungsphase dauert, muss man einfach dafür sorgen, dass man in dieser Phase, ganz wichtiger Faktor, authentisch ist, dass man zu seinem Projekt steht, dass man auch als Person zu seinem oder die Verbindung mit seinem Projekt, die Begeisterung für sein Projekt immer wieder kommunikativ transportiert. Und am Ende, und ich glaube, da haben wir heute auch schon ein paar Ideen bekommen, gibt es natürlich auch ein paar Gründe gegen Crowdfunding. Wenn man mit dieser tollen neuen Idee, die im Moment so viele ganz spannend finden, die so viele gerne ausprobieren wollen, wenn man mit dieser Idee spielt, muss man sich natürlich auch über die eigenen Kosten Gedanken machen. Und diese eigenen Kosten können ganz gute Gründe gegen Crowdfunding sein letztendlich. Ich wäre kein Dozent, wenn ich nicht aus der Lehre profitieren würde und eine der Grafiken aus der Lehre strapazieren würde. Es gibt natürlich Crowdfunding in Konkurrenz zu anderen Erlös- und Finanzierungsformen, derer man sich bedienen kann, um seine Projekte zu refinanzieren oder zu finanzieren. Ihr seht da hinten bei der indirekten Finanzierung via Staat oder Person. Tatsächlich ist Crowdfunding ja eine indirekte Finanzierungsmöglichkeit. In der Regel gibt es keine wirtschaftliche Gegenleistung. In der Regel gibt es kein Produkt als Gegenleistung. Auch wenn es denn tatsächlich das Versprechen gibt in vielen Finanzierungsformen, wenn es dazu kommt, bekommst du ein idealistisches oder kommt es zu einem Kaufvertrag. In manchen Fällen ist es tatsächlich eine Vorfinanzierung und man ist einer der ersten Leute, die das Produkt bekommen. Aber tatsächlich ist es ja, ist der Grund zu investieren, der Glaube an das Projekt und nicht der Impuls, ich möchte das kaufen und ich will der Erste sein, der das gekauft hat. Insofern reiht man sich mit Crowdfunding im Grunde genommen in die Reihe der Subventionsgeber ein, in die Reihe derjenigen, die nicht von vornherein einen fest kalkulierten Gegenwert in Anspruch nehmen wollen für ihr finanzielles Engagement, so ähnlich wie das bei der wie bei der Filmfinanzierung ist, bei der Finanzierung im kreativen Bereich ist, wo ja auch bei kreativen
Leistung von Anfang an nicht klar ist, wie denn deren monetärer Wert irgendwann mal später aussieht. Genau so spielt sich das Ganze dann auch so ein bisschen beim Crowdfunding ab. Crowdfunding als Finanzierungsbaustein, das boomt natürlich im Moment, das Crowdfunding in vieler Munde, ist ein Hoffnungsträger für kreative Branchen. Wir haben es heute schon gehört, das Creative Industry Konzept, das wir Leuten wie Florida aus den USA oder den Briten zu verdanken haben, hat auch in Deutschland mittlerweile großen Raum gegriffen. Das Wirtschaftsministerium hat mit seinem Modell im Prinzip dafür gesorgt, dass ein großer Teil der Branchen und der komplette Medienbereich im Prinzip zu den Creative Industries gehört. Und überall, wo es darum geht, Kreativität abstrakt zu verdeutlichen, bevor man ein Projekt finanzieren kann, da ist natürlich Crowdfunding ein interessanter Finanzierungsbaustein. Was man hier allerdings auch sieht, Crowdfunding, Finanzierungsvolumen über 1 Million Euro pro Quartal. Ja, wenn wir Größenordnung aus der Filmfinanzierung uns angucken, vorher schon herangezogen, Subventionierung via Staat im kreativen Bereich. Bei der Filmfinanzierung kommen wir dann im Jahr gerne mal auf einen dreistelligen Millionenbereich. Das heißt, mit Crowdfunding, egal wie schön die Wachstumsraten sind, die wir da beobachten, bewegen wir uns im Moment noch in der Nische, in der Finanzierungsmöglichkeit. In der Nische, die sehr schnell wächst, wie bei so vielen anderen Dingen auch, die, mit denen wir es im Netz zu tun haben. Aber im Moment ist es eine große Vielzahl von Projekten, die mit eher kleinen Budgets es tatsächlich schafft, Dinge zu finanzieren, die vorher einfach gar nicht finanziert werden konnten, über alternative Möglichkeiten. In der Regel waren die Bausteine für solche kleinen Projekte vorher gar nicht gegeben im Bereich der öffentlichen Finanzierung beispielsweise. Da gibt es bestimmte Mindestsummen, ab denen man erst überhaupt in eine öffentliche Finanzierung einsteigen kann. Die kleinen Projekte, hier sieht man das nochmal, haben sich sehr stark entwickelt, die Zahl der Projekte, und drücken damit dann auch nochmal den Durchschnittswert ein bisschen runter, der auf die einzelnen Projekte entfällt. Je nachdem, auf welcher Plattform man da unterwegs ist, kriegt man durchaus unterschiedliche Ergebnisse. Das ist so eines der Probleme. Ich habe gesagt, ich will was über Erfolgsfaktoren von Crowdfunding sagen. Das ist im Moment empirisch de facto noch nicht wirklich zu belegen. Die Erfolgsquoten scheinen zu steigen. Der Wettbewerb wächst auch in diesem Nebenmarkt der Finanzierung. Und weil das denn nun auch ein Boom-Sektor ist, tummeln sich zunehmend auch Akteure in diesem Sektor, die man erstmal gar nicht erwartet. Akteure aus dem Museumsbereich, aus dem öffentlichen Bereich fangen an, Ausstellungen zu finanzieren. Die Filmfinanzierung oder die Filmförderung engagiert sich auch in diesem Segment. Die öffentliche Hand tut was. Vertreter wie Luc Besson, der dann einen Teil eines großen Kinofilms über Crowdfunding refinanzieren will. Das heißt, natürlich sorgt das weiter für Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Ich selbst habe an unterschiedlichen Varianten mit dem Games-Bereich zu tun gehabt. Wer den amerikanischen Markt sich anguckt, sehr viele alte Heroen aus dem Games-Bereich haben ihre Netzwerke und ihre Popularität ganz stark dort genutzt, um Geld einzusammeln. Aber das macht natürlich das Leben für diejenigen, die jetzt das als ersten Versuch der Finanzierung eines Projekts als Bühne gewählt haben, nicht gerade einfacher, denn die Akteure, die schon in anderen Bereichen ihre Erfahrungen gesammelt haben, können sich natürlich auch im Crowdfunding sehr professionell präsentieren. Und Präsentation ist einfach schon ein extrem wichtiger Baustein, der da eine ganz große Rolle spielt. Wenn wir uns die Crowdfunding-Plattform angucken, dann sehen wir, dass es so ein, dass auch da das Rennen zum Teil zumindest noch offen ist. Gibt es einen Generalanbieter oder einen Platzhirsch, neben dem sich vielleicht noch ein paar mittelschwere oder kleinere Spezialisten behaupten? So ein möglicher Ausgang des Rennens. Gibt es mehrere mittelgroße Akteure, die sich
in unterschiedlichen Segmenten mehr oder weniger stark spezialisieren? Oder gibt es auch noch Quereinsteiger aus anderen Bereichen? Wir erleben das ja recht häufig, wenn es irgendwo was läuft, kommt irgendwann jemand daher und sagt sich, okay, und das mache ich jetzt auch noch. Und ich bin ja am Markt ohnehin schon präsent. Das heißt, ich kann meine Marketing-Power aus anderen Bereichen ebenfalls einsetzen. Also das, was wir hier am Anfang gesehen haben, ist natürlich ein sinnvolles Verfahren, sich mit starken Verbündeten direkt am Markt zu präsentieren, weil für Crowdfunding die Crowd, die kritische Masse ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Stell dir vor, du präsentierst dein Projekt und keiner kriegt's mit. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Insofern ist es natürlich ein reichweitengetriebenes Geschäft erstmal. Zu einem frühen Teil oder Zeitpunkt der Entwicklung des Marktes geht es erstmal um die absolute Reichweite, in der Hoffnung, dass man damit dann auch die Richtigen erreicht, die sich für das Projekt begeistern. Zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung geht es möglicherweise dann tatsächlich mal darum, sich auf den richtigen Portalen zu präsentieren oder auch auf den richtigen Portalen zu präsentieren, eben räumlich orientiert im Norden mit dem Nordstarter und ansonsten bundesweit. Oder wenn wir, ich sage jetzt mal, einen Crowdfunding-Prozess, den neuen perfekten Staubsauger für das Aquarium präsentieren wollen, dann habe ich schon eine Vorstellung, wen ich da adressieren muss. Also es richtet sich eben immer nach dem Adressatenkreis. Kleine und überschaubare Projekte. Meine Ausflüge in der letzten Woche über die unterschiedlichen Plattformen haben eigentlich zwei Trends aufgezeigt. Entweder wir haben in sich geschlossene kleine Projekte, kleine oder mittelschwere Projekte. Wie gesagt, da geht es dann durchaus so um Budgets bis zu 20.000, 30.000 Euro. Oder wir haben schon klar erkennbar Leute, die in Baustein denken, die modular denken, die sagen, wir machen jetzt erstmal das eine und wenn wir dieses Projekt abgeschlossen haben, haben wir vielleicht sogar noch einen Mitnahmeeffekt, in Anführungszeichen. Wir haben eine Community aufgebaut, mit der wir weiterarbeiten können. Wir haben vielleicht auch mit unserem ersten Projekt schon ein Vorprodukt für eine weitere Stufe geschaffen und so geht das weiter. Das heißt, die denken in logisch in sich geschlossenen Teilprojekten. Etwas, was im Medienbereich natürlich auch deshalb sehr naheliegend ist, weil wir alle das Cross-Media-Gespenst noch nicht so richtig losgeworden sind. Sprich, wir produzieren ein Basisprodukt und versuchen das über unterschiedliche Kanäle in unterschiedlichen Erscheinungsformen später weiter zu verbreiten. Für solche Szenarien bietet sich Crowdfunding natürlich stark an. Warum passiert das alles im Moment noch relativ ruhig, relativ gelassen? Warum können wir uns hier in so einer Runde treffen? Für die großen Investoren ist der Aufwand für die vielen kleinen Projekte in der Regel zu groß. Die sagen, unter einer bestimmten Summe steht bei uns, glaube ich, eher weniger gerne ein Sachbearbeiter auf. Und wenn sie uns dann noch sagen, sie wissen auch nicht so genau, ob ihr Projekt Erfolg haben wird und das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist für sie im Prinzip schon so ein erster Test, ob es sich wirklich lohnen wird, das Projekt umzusetzen, dann fragen sie mal in der Bank, wer ihnen da begeistert auf die Schulter klopft und sagen wird, machen wir. Ne? Treuhandkonten sind eher kein Geschäft, an dem Banken Geld verdienen. Insofern ist das im Moment noch ein Sektor, der von der traditionellen Finanzbranche nicht so sehr betrachtet wird. Was aber ganz gut möglich sein kann, ist, dass ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt später dazu führt, dass man die traditionellen Wege der Finanzierung des Projektes gehen kann. Ein über Crowdfunding gut ausfinanziertes, überzeichnetes Pilotprojekt kann dann durchaus dazu führen, dass jedem klar ist, okay, das war um 400% überzeichnet, überfinanziert, dieses Projekt. Es ist vielleicht doch mit dem einen oder anderen Kredit, mit der einen oder anderen traditionellen Finanzierung damit was zu verdienen. Insofern kann das dann natürlich auch Türen öffnen. Da hat man dann natürlich auch weiterhin viele Optionen, um auf so einer Basis aufzubauen, muss ich eben nur überlegen, was das möglicherweise auch für die Community bedeutet, auf deren Unterstützung man sich ja die ganze Zeit verlassen hat. Erfolgsfaktoren, einzigartige und spannende Ideen, die stark emotional ansprechen und von deren Realisierung die Unterstützung selbst profitieren können, ist nur eins von vielen Zitaten aus den Kochbüchern.
dieser Welt, die es zum Thema Crowdfunding gibt. Natürlich ist das total super und es gibt sicherlich das Nonplusultra-Projekt, wo niemand sagen kann, das finde ich doof, das will ich nicht finanzieren. Aber aus meiner Sicht ist es ein ganz entscheidender Faktor, dass diejenigen, die ein Projekt über Crowdfunding finanzieren wollen, authentisch sind und zu ihrem Projekt stehen, dass die nachvollziehbar ihre Gründe darlegen können, warum sie diesen Finanzierungsweg für genau dieses Projekt für den richtigen Weg halten und warum sie glauben, auch von der Mitwirkung der Community, denn mit der treten sie ja in Kommunikation, bei der Umsetzung ihres Projektes dann auch wirklich zu profitieren und es zu einem besseren Projekt zu machen, als es das vielleicht auf einem anderen Weg geworden wäre. Oh. Ob all diese Faktoren tatsächlich eine Rolle spielen, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Marktentwicklung zum Glück aus meiner Sicht überhaupt nicht valide empirisch belegen. Wir können in die USA gucken, wir können nach Europa gucken und wir sehen Crowdfunding-Projekte in unglaublich vielen unterschiedlichen Bestandteilen des Marktes. Und der einzige Erfolgsfaktor, den ich im Moment so sehe, ist die Nische, für die ein Projekt ausgelegt ist, so groß, dass die kritische Masse derer, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erwarten, groß genug, dann sind alle Voraussetzungen gegeben, dass man das erfolgreich machen kann. Also es ist tatsächlich, ist Crowdfunding ein großes Zielgruppenmarketing, mit dem man die Leute dazu bewegen muss, motivieren muss, sich finanziell an diesem Projekt zu entscheiden. Damit sind wir beim zweiten Teil des heutigen Abends. Die Präsentationsform und die Art und Weise, wie sich das Projektteam präsentiert, sind ein entscheidender Faktor aus meiner Sicht für den Erfolg des Projektes. Ein gelungenes Pitch-Video, eine authentische Begründung, warum dieses Projekt so und mit welcher Perspektive, sind ein ganz entscheidender Faktor dafür, sich das Vertrauen der Geldgeber zu sichern und sich den Goodwill der Community zu sichern. Denn letztlich baut man um sein Projekt herum ja eine Community auf und den Goodwill eines Teils der Community versucht man ja tatsächlich umzumünzen in das, was irgendwann mal vom Treuhandkonto in die Projektfinanzierung fließt. Wird es überzeugend präsentiert, dann hat man natürlich schon den großen Pluspunkt, dass man zeigt, so ein erstes Projekt, das Projekt-Pitch-Video, habe ich auf jeden Fall schon mal professionell umgesetzt. Das macht schon mal ein bisschen bessere Stimmung als ein dunkles, verwackeltes Bild mit einem schlechten Ton. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn allerdings die Anforderung der Community ist, dass es bitte schön amateurhaft sein soll, dass der Ton schlecht ist und das Pitch-Video verwackelt sein muss, wenn immer irgendjemand die Zielgruppe findet, die auf sowas abfährt, wird er auch mit diesem Format erfolgreich refinanzieren können. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, wer hat welche genaue Vorstellung von dem, was die von ihm erwarten, die sein Projekt finanzieren? Keine Regel, ohne Ausnahme. Die Präsentation ist ein Zielgruppenprodukt. Wer ein klares Bild von seiner Zielgruppe hat, wer weiß, wo die ihre Anforderungen hat, was für ein Look die erwartet, was für eine Art von Ansprache für die passt, der ist einfach auf dem richtigen Weg, um an das Geld zu kommen. Großer Vorteil ist natürlich, wenn man schon, wie heute gehört, auf ein großes Netzwerk zurückgreifen kann. Wenn man schon 700 Facebook-Freunde hat, dann ist das natürlich eine extrem gute Startbedingung. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich schon viele Gedanken darüber machen. Ich will ein Projekt launchen, ich bin nicht der Social-Media-Freak, aber ich kenne einen, der würde in meinem Projekt als Betreuer des Social-Media-Auftritts vielleicht ganz gut passen. Na und? Fragen wir den doch einfach. Solange der nichts weiter darin einbringt als seine Freunde und die Erklärung, dass er das Projekt cool findet und dass er die Kampagne jetzt ein bisschen inhaltlich betreut, dass er dafür sorgt, dass die Infos auch pünktlich erscheinen, dass auf dem Blog auch regelmäßig was los ist, ist ja noch nichts verloren. Bis dahin ist das alles noch überschaubar. Bis dahin handeln wir noch mit dem Goodwill und noch nicht mit barer Münze.
Entlohnung, Höhe der Entlohnung, da muss man natürlich oder sollte man auf jeden Fall vom Markt lernen. Da sollte man sich einfach gucken, wie die anderen das machen, was die anderen so machen im eigenen Bereich, um vor diesem Hintergrund genau was anderes zu machen oder um genau das Gleiche zu machen. Ein schöner Satz, den Wissenschaftler gelassen wiederholen können, ist: Lieber gut geklaut als selbst schlecht zusammengefrickelt, denn wer gut klaut, kann es mit einer Fußnote legalisieren. Ja? Das wird gelegentlich vergessen, ich weiß, aber es ist grundsätzlich nach wissenschaftlichem Standard das Übliche. Ich habe noch nie davon gehört, dass irgendjemand auf einer Crowdfunding-Plattform sich darüber beschwert hat, wenn jemand ihn mit so einer Geschichte kopiert hat, in Anführungszeichen, oder imitiert hat. Was in dem einen Sektor erfolgreich ist, muss nicht zwangsläufig beim nächsten, im anderen Sektor funktionieren. Da muss man einfach bereit sein zum Experiment. Wer kennt schon seine Zielgruppe so genau, das wissen wir aus der traditionellen Werbung auch, dass da ganz oft ganz viel ganz schief geht. Der Übergang vom Fan und Verfolger eines Projekts zum wirtschaftlichen Unterstützer ist fließend. Insofern muss ich mir eben auch, wie hier schon vorgeführt, Gedanken darüber machen, wie teuer ist denn das Engagement für die, an der Schwelle dieses Übergangs? Sind es 2 Euro, sind es 20 Euro, sind es 200, sind es 2000 Euro? Keine Ahnung. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich Gedanken machen muss, dass die kleinen und mittleren Unterstützer aus meiner Sicht auch schon ein ordentliches, was Ordentliches angeboten bekommen, weil das ja diejenigen sind, die als Multiplikatoren funktionieren. Der eine, der 2000 Euro zahlt und sich freut, dass er irgendwie den Premium-Workshop hat, dass er mit seiner Familie zur die exklusive Filmvorführung genießen wird, dass das Partykonzert stattfinden wird. Das ist der eine, aber der hat nur eine begrenzte Community. Das, was man von seiner Community einkaufen will, ist Kommunikationsleistung. Die sollen das möglichst verbreiten, die sollen das möglichst an die Richtigen verbreiten, die sollen das Publikum aktivieren. Im Grunde genommen ist man auf dem Pfad des traditionellen Marketings unterwegs. Ja, man kann sich überlegen, mache ich ein Frontloading, haue ich am Anfang ordentlich einen raus, um ordentlich Aufmerksamkeit zu generieren, um möglicherweise über meine Follower hinaus auch mediale Aufmerksamkeit zu generieren, kann durchaus sinnvoll sein. Mache ich ein Backloading, sorge ich dafür oder variiere ich das beides? Großes rauskommen am Anfang, ordentlich auf die Tonne kloppen und hinten drauf nochmal ordentlich Gas geben, um zu sagen, ey Leute, die Uhr läuft runter, jetzt wird's aber Zeit, top oder hopp, ihr kennt die Regeln hier im Ring, seht mal zu, dass das Ganze noch ein positives Ende nimmt. Oder wenn man die Zeit und die Bereitschaft hat, kann man das natürlich auch als Wechselspiel machen. Man kann über die gesamte Periode sich überlegen, wann mache ich was, wann ergreife ich welche Maßnahme. Man muss sich natürlich auch immer umgucken. Gibt es Messen? Gibt es irgendwelche anderen Anknüpfungspunkte, wo ich kommunikativ nochmal aktiv werden kann? Oder man setzt auf Kontinuität über den gesamten Zeitverlauf. Was immer einem sinnvoll erscheint, was da man ja ununterbrochene Kontrollmöglichkeit hat, kann man natürlich immer wieder überlegen, welches Instrument, welches Vorgehen ist denn jetzt das Richtige. Was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, ist natürlich, eine aktive Kampagne bindet Ressourcen. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man sein Publikum versorgen will und wenn man in Interaktion mit seinem Publikum tritt. Wenn man intensiv beginnt, mit dem Publikum oder mit Teilen seines Publikums zu diskutieren, sollte man nicht sein Gesamtziel aus den Augen verlieren. Natürlich gibt es zu fast jedem Thema einen Spezialisten, der noch spezieller weiß, was die Spezialisten wissen müssten. Aber man kann sich natürlich kommunikativ zu jedem Zeitpunkt verzetteln. Dann braucht man dann gelegentlich mal die freundliche Hand auf der Schulter, die einem sagt, du verlierst gerade dein Ziel aus den Augen, komm mal wieder zurück. Weil es geht um die Crowd, es geht nicht um die Gruppe der Spezialisten. Aus meiner Sicht, entscheidender Erfolgsfaktor, ganz klar Vertrauen. Und Voraussetzung für das Vertrauen ist Transparenz auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das Projekt. Die andere Ebene ist tatsächlich das Team.
Das Projekt muss natürlich immer wieder aktualisiert werden. Die schon gewonnenen und zu gewinnenden Unterstützer müssen ununterbrochen die Möglichkeit haben, sich über das Projekt verlässlich zu informieren. Man sollte sich eben daran gewöhnen, dass es bestimmte Routinen gibt, dass man regelmäßig einen Sachstandsbericht in Anführungszeichen gibt, so wie, ja, ich sag mal, beim traditionellen Reporting über ein Projekt üblich. Und das Team, aus meiner Sicht, was ich so gesehen habe in der Kommunikation, sollte sich über Transparenzregeln einig sein. Dinge, die im Team entschieden werden müssen, für das Projekt, müssen im Team für das Projekt entschieden werden und sollten nicht unbedingt über die Plattform in die Welt entlassen werden, bevor sie entschieden sind. Das sorgt nicht gerade für als oder wirkt nicht gerade als vertrauensbildende Maßnahme. Da passieren natürlich auch kommunikative Unfälle. Wer sich auf den Plattformen umguckt, wird den einen oder anderen sehen. Teams, gerade wenn wir über Social Media reden, jemand, der seine 700 Facebook-Freunde auf der einen Seite für das Projekt versucht zu gewinnen, sollte auf der anderen Seite in einem anderen Facebook-Account nicht unbedingt über Teaminterna oder Ähnliches schreiben. Also so viel Disziplin muss dann eben auch im Team bestehen. Konsistenz ist an der Stelle natürlich gefragt. Man muss sich dann auch über Abläufe Gedanken machen im Team. Kommunikation ist einfach ein extrem sensibles Vehikel, mit dem man ganz viel Vertrauen natürlich auch verspielen kann. 25. Minute, ich habe meine Ziellinie erreicht. Gründe gegen Crowdfunding, wann sollte ich das lassen? Ich habe es mit einem Zielgruppenprodukt zu tun, in Anführungszeichen, bei meinem Projekt und mit Zielgruppenkommunikation. Das heißt, wenn es ähnliche Projekte im gleichen Zeitraum, in der gleichen Region gibt, dann muss ich mich natürlich zum einen fragen, wird mein Endprodukt tatsächlich auf dem Markt eine Chance haben? Das ist die eine Frage. Aber die andere Frage ist, wenn ich nur der zweite, dritte, vierte oder fünfte bin, der mit dem Projekt jetzt rausrückt, egal ob ich es bei anderen abgekupfert habe oder ob es originär meine eigene Idee ist, ich werde immer als Nachahmer dastehen. Dann muss ich mir einfach Gedanken darüber machen, ob ich nicht lieber warte, ob ich nicht einen anderen Dreh finde, ob ich nicht ein Differenzierungselement finde und das jetzt nicht einfach der falsche Zeitpunkt für mein Projekt ist. Kommunikativer Aufwand und wirtschaftlicher Effekt stehen in keinem günstigen Verhältnis. Als jemand, der im Medienbereich oder den Medienbereich begleitet, weiß ich, dass wir alle in ganz vielen Fällen mit großem Herzblut die unsinnigsten Projekte verfolgen. Ja, wir schaffen es immer wieder zu sagen, das ist ein Projekt, das finde ich gut, das hat zwar wirtschaftlich nicht die super Erfolgschance, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich Bock dazu habe. Auch das kann sicher ein guter Weg sein, über Crowdfunding, ich sag mal, den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Aber da muss man sich vorher dann auch klar sein, ne, dass man, auch wenn man einen Teil des finanziellen Risikos abpuffern kann, dass das wirtschaftlich wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht die super Erfolgsgeschichte werden wird. Ne, so ehrlich sollte man sein, so authentisch muss man das Ganze dann doch angehen. Auch wenn die eigene Bereitschaft zur Realisierung des Projekts grenzenlos ist. Die Finger vom Projekt lassen sollte man in jedem Fall, wenn man sich nicht selbst hundertprozentig sicher ist und wenn man nicht offenen Blickes und völlig nüchtern in die Kamera sagen kann, für das Budget, das ich angesagt habe, Leute, wird es zwar knapp, aber ich sage euch, ich ziehe den Schuh jetzt durch. Ich werde das bis zum bitteren Ende machen, wenn ihr mir das Geld gebt. Bis zum bitteren Ende. Ich danke euch. Fragen? An dieser Stelle noch Fragen. Hier. Da. Ich habe eine Frage zu dem Blog. Was soll man eigentlich während der Projektierungsphase oder während der Finanzierungsphase in diesem Blog schreiben? Die Fortführung des Blogs, was gerade passiert. Es ist doch noch überhaupt nichts entwickelt, so dass es jetzt in die richtige Umsetzungsphase geht. Im Prinzip sind wir mit der Produktion genauso unterwegs wie mit dem Pitch-Video, das wir gesehen haben. Wir müssen uns ja von vornherein Gedanken darüber machen. Ich hab ja einen Finanzierungsplan gemacht zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich habe ja eine Vorstellung, ich will 5.000 Euro ausgeben.
Man muss sich ja irgendwann recherchieren, ob das realistisch ist oder ob das nicht realistisch ist, zum Beispiel. Ich habe mir folgende, was weiß ich was, sowas wie wir es hier haben, das Open Source oder die Frage, ob Open Source Schnittlösungen seligmachende sind bei der Umsetzung des Kurzfilmprojektes. Das ist ja schon berichtenswert, ne? Ob ich dann in Wikipedia die entsprechende Liste gesehen habe, 18 Programme geprüft habe und jetzt 2 habe, von denen ich glaube, oder mir von Kumpels die Infos eingeholt habe, mit 2, ja, das geht, da komme ich kostengünstig dann zu meinem Ergebnis. Also so theoretische Weisheiten rund um das Projekt. Ja, natürlich. Wie gesagt, man macht ja auch, es ist ja ein Projekt, das man geplant hat. Ne? Man hat ja auch sowas wie eine Ablaufplanung für das eigene Projekt. So ein Projekt entsteht erstmal auf dem Blatt Papier und wenn man dann anfängt, ernsthaft zu recherchieren, stellt man halt fest, 2, 3, 4 Sachen werden bei der Realisierung des Projektes anders aussehen, als sie mal angedacht worden sind. Und das sollte die Community dann schon wissen, denn man gibt ihr Geld ja anders aus als ursprünglich geplant. Ich weiß nicht, okay. Wir haben hier einen Projektmacher, einen Projektumsetzer, ob du da... Ah, hier vorne geht schon weiter. Also ich habe selber mal für eine Crowdinvesting-Plattform gearbeitet und kann da zumindest ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch weil ich im Projektmanagement tätig war. Im Grunde genommen hat man ja das Projekt vor Augen und wenn du 90 Tage an Kommunikation füllen möchtest, hast du dir ja vorher auch überlegt, was dein Produkt kann, will, wo es hin will, was es so besonders macht und tatsächlich bekommt man auch damit die Kommunikation gefüllt. Also klar, wir hatten hier das Traffic-Projekt, das heißt, die hatten es natürlich, Entschuldigung, etwas einfach, weil sie jeden Tag ein Bild posten konnten. Aber auch das gehört ja mit dazu. Also zu sagen, das Ganze hat eine Geschichte, erzähl die Geschichte. Die Recherche zu dem Projekt, was steckt dahinter? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wer seid ihr eigentlich selber? Und was zeichnet euch aus, das Projekt irgendwie online zu stellen? Ich glaube, da gibt es einfach ganz viel Potenzial in der Kommunikation, was man öffentlich darstellen kann, was man in seinem Blog erzählen kann. Und wenn, wie gesagt, einem gar nichts mehr einfällt, muss man sich vielleicht darauf zurückbesinnen, warum man das Geld haben möchte. Also wirklich nochmal zurückgehen und sich selbst überlegen, was hat man eigentlich für ein Ziel gesetzt? Wo will ich hin und warum will ich das Geld haben? Und ich glaube, damit werden auch wieder Inhalte gefüllt werden. Wichtig ist, dass sich eben das Projekt selber auch darüber im Klaren sein muss, kommunizieren zu müssen. Also die Plattform, auf die es gestellt wird, übernimmt nicht 100%ig die Aufgabe der Kommunikation. Auch das Projekt selber muss definitiv für sich selber Werbung machen und für sich selber kommunizieren. Es geht ja nicht darum, dass damit die Kommunikation abgegeben ist, sondern lediglich eine Plattform gegeben wird. Ja, ergänzen wollte ich an der Stelle noch. Ich habe mir ja eine Vielzahl von Projekten angeguckt und es gibt auch so eine dialogische Kommunikation aus dem Projekt heraus. Natürlich kriegst du auch aus der Community viele Anregungen, viele Fragen, viele Informationen, ganz bitter. Ich habe ein Projekt, das über die Community erfahren hat, dass ein ähnliches Projekt im Prinzip vor der Realisation, vor der Umsetzung ist und zur Auslieferung bereit ist, während die noch in der Funding-Phase waren, was dann natürlich ungünstig ist, wenn das im entsprechenden Blog veröffentlicht wird. Ne? Aber auch damit muss man dann in der Situation umgehen und sagen können, ja, aber wir machen es ganz anders. Wir werden besser sein. Es muss ja nicht nur ein Produkt davon auf der Welt geben, sondern es gibt auch mehr als einen Autotypen. Insofern, warum soll es nur dieses eine Produkt geben? Und schon hast du wieder reichlich Inhalt, reichlich Stoff. Entschuldigung, dass ich da noch ergänze, das ist ja genau das Wichtige an der Stelle. Du hast ja eine Masse, also im Vergleich zu einer klassischen Werbeanzeige, nehmen wir das einfach mal, ein Plakat an der Straße. Außer den Sprayern hast du aber keine Möglichkeit oder einem QR-Code hast du keine Möglichkeit, irgendwie sowas zu erwidern. Also du hast keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Du siehst das Plakat, denkst dir deinen Teil oder siehst es eben nicht. Und bei der Crowd, die das Ganze mit investiert oder mit finanziert, die geben dir schon Feedback. Die sagen schon, boah, tolles Foto, boah, blödes Foto oder eben wie mit dem Blog-Eintrag. Und genau darauf gilt es ja auch, aktuell zu reagieren. Also ich glaube, das ist auch ein Teil der 90 Tage, einfach diese Masse mit einzubeziehen. Es ist eben ein Dialog und nichts Einseitiges. Gibt es noch eine Frage?
Da. Danke. Sie haben ja verschiedene klassische Marketingansätze gezeigt, Frontloading, Backloading etc. Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie aufgrund der fehlenden Empirie nicht in der Lage sind zu sagen, was jetzt für Crowdfunding zum Beispiel das Beste wäre? Ich habe versucht zu sagen, dass ich glaube, dass das noch keiner kann. Ich glaube, das hängt einfach ganz stark vom Projekt und von der adressierten Community ab, was da das Beste ist. Wenn ich jemand bin, der aus dem Nichts kommt, in Anführungszeichen, dann kann es natürlich für mich toll sein, mir jemanden zu suchen, der, ich sag mal, in einem bestimmten Bereich eine große Bekanntheit hat und ordentlich auf die Tonne zu hauen, sag ich jetzt mal, um Aufmerksamkeit für mich und mein Projekt zu generieren. Und von der Basis aus dann weiterzuarbeiten und den Vertrauensvorschuss, den ich nicht habe, weil ich eben am Start noch nicht die 700 Facebook-Freunde habe, ganz kurz, ganz schnell aufzubauen und dann von der Plattform aus weiterzuarbeiten. Einfach am Anfang ganz stark Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn ich jemand bin, der schon über ein stabiles Netzwerk verfügt, dem jeder sofort zutraut, dass er das Projekt auch adäquat umsetzen kann, dann habe ich natürlich komplett andere Startbedingungen. Also das ist einfach der entscheidende Faktor. Ich habe im Prinzip die komplette Toolbox des klassischen Marketing und jede Idee, die mir sonst noch einfällt, um mich von den anderen zu differenzieren. Und ich muss einfach das nehmen, was zu mir, weil ich muss es authentisch vertreten können und zu meinem Projekt, denn das muss es letztendlich zum Erfolg führen, passt. Also es gibt vielleicht ein Kochbuch, womit wir wieder beim Mehl sind, aber fragen Sie mich nicht, welche Nummer Mehl für diesen Teig die richtige wird. Letzte Chance für eine Frage. Wer möchte? Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Damit sind wir schon wieder am Ende vom Webmontag. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Vielen Dank auch nochmal an die HAW für diesen grandiosen Abend mit so viel Technik und Livestream. Ich habe hier vorne schon gesehen, es lohnte sich gar nicht, den Kopf mehr zu drehen, sondern man guckte das dann auf dem Laptop, wer die Frage gestellt hat. Das war wirklich sehr großartig. Der nächste Webmontag ist am 28.10. bei Arcando. Es geht um Mobile und Integration. Wer möchte, wer jemanden kennt, der meint, was da sagen zu können, ist herzlich eingeladen, sich bei mir oder bei Christine zu melden. Ansonsten per E-Mail an orga@webmontag-hamburg. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.